Ja, der Rasen ist schon etwas ramponiert, aber bespielbar. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob der Funke vom geweihten Grün überspringt auf die Germania. Trainer Andreas Petersen bis auf Rau für Saalbach mit der Erfolgself der letzten Heimspiele. Heute soll es endlich auch auswärts klappen. Die Anfangsphase Halberstadt in Rot von links nach rechts. Das ist Weichs, stark im 1:1. Christian Beck, dritte Minute, selbstbewusster Beginn der Gäste. St. Pauli-Trainer Jörn Großkopf, zuletzt gab es viel Licht und wenig Schatten. 4 Siege aus 6 Spielen. Nächste Szene, Freistoß, St. Pauli. Tiedem und Kirschel im Tor, irgendwo zwischen Augenmaß und Lässigkeit. St. Pauli heute ohne Profis, knapp eine Viertelstunde vorbei. Auf der anderen Seite Ecke Halberstadt. Der Ball noch heiß. Christian Beck hat Zeit für seinen Kopfball, platziert ist dieser trotzdem nicht. Aber was war da vorher los? St. Paulis Duwe fast mit dem Eigentor und dann Beck. Das Kopfballspiel eigentlich seine Stärke, aber ein Gomez ist er nicht. Und Halberstadt bleibt dran. Beck diesmal auf den Flügel ausgewichen. Der sucht und findet Oliver Kragel, die Germania. Bisher mit einem richtig guten Auswärtsauftritt. Kragel nicht nur in dieser Szene einer der auffälligsten. 0:0 zur Pause. Der geweihte Rasen beflügelt. Nur das Tor, das fehlt. Die zweite Hälfte Halberstadt mit Scheidler für Krüger und weiter mit Vorteilen. Schöner Pass auf eben diesen Scheidler. Steffen Scheidler. Das zweite Mal verhindert die Latte eine Gästeführung. Das tut schon weh, den Ball zu heben. Eigentlich eine gute Idee, aber manchmal fehlen eben ein paar Zentimeter. Und weiter geht's in eine Richtung von St. Pauli. Nichts zu sehen, Halberstadt klar überlegen. Oliver Kragel nimmt Christian Beck mit. Aber dieser Abschluss kann niemanden so wirklich erschrecken. Nochmal, er ist eben kein Mario Gomez. Andreas Petersen, noch nie war seine Mannschaft so nah dran am ersten Auswärtssieg. Inzwischen knapp 70 Minuten vorbei und die Gäste gewinnen weiter fast jeden wichtigen Zweikampf, wie hier Timo Breitkopf. Inzwischen für Weichs im Spiel. Wunderbarer Ball auf Florian Eggert. Es ist zum Verzweifeln. Bis auf den Abschluss macht die Germania alles richtig, aber Eggert ist eben kein Podolski. Wir nähern uns der Schlussphase. Mal wieder St. Pauli. Freistoß aus dem Spiel, kommt nix. Becken sträflich frei. Das war die letzte bemerkenswerte Szene. Es bleibt beim 0:0. Und wir hören jetzt mal ganz genau hin, was der Trainer mit St. Paulis Schulz zu besprechen hat. Wir haben es liegen lassen. Wir haben es liegen lassen. Wir hätten sie nicht müssen. Nee. Und wenn die unter Torschance wenn, wenn ihr mit der Leistung zufrieden seid, dann. Nein, die Torschance muss doch sehen, was wir haben. Überleg mal, wie viele Torschance wir haben. Oder? Was hast du für Spiel sehen? Not gegen Elend. Und wann? Ey, 5 Riesen. Zwei Männer, zwei Meinungen. Und wie war das mit dem heiligen Grün? Wir sind vorhin, als wir hier angekommen sind, draufgegangen und haben gesagt, wer war denn hier drauf? Waren hier Kühe drauf oder waren hier irgendwelche Tiere drauf? Nee, es war die Nationalmannschaft. Dann haben sie aber ganz schön gearbeitet hier auf dem Platz. Dann wurde hier nicht Fußball gespielt, dann wurde hier Fußball gearbeitet. Also, was lernen wir? Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen der Nationalmannschaft und Halberstadt. Beide arbeiten Fußball, zumindest manchmal.